Jetzt geht's weiter mit dem vierten Teil des Minecraft Eisen Kohle Gold Let's Plays. Hier werde ich erstmal die Bäume züchten, um nochmal da immer die Kohle herzuzüchten. Ich brauche das kann auch ein bisschen erlecken, weil im Moment auch im Hintergrund der Movie Maker am Arbeiten ist. Dann teste ich mal diesmal aus, wie flüssig das jetzt wirkt, wenn ich den Movie Maker im Hintergrund jetzt die Datei vorbereiten lasse. Weil das ist nämlich ein Video, was ich gestern, also über Kirby Space Program ist das. Das ist aber nicht, glaube ich, nicht die Vollversion, weil das nämlich die 0.133 ist wahrscheinlich eine Demo-Version, die ich hier runtergeladen habe. Deswegen muss man die, stand das auch als kostenlos, weil das wahrscheinlich eine Demo-Version ist. Und dahin habe ich so ein Video gemacht. Und zwar, wie man das ist, wie man dann langsam runterrutscht, also langsam nach unten durch die Erdatmosphärenreibung. Weil da kommt man nämlich langsam immer weiter runter. Und das würde bei der ISS auch passieren, wenn die vier Diamanten sind weg. Also das würde bei der ISS auch passieren, wenn Fackeln brauche ich ja allerdings. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Jetzt immer ein bisschen Holz hier umwandeln. Dann ich jetzt mal den 64 Stack rein. Pack schon mal hier das Holz hinein und dann einen kompletten 64 Stack voll. Und hier unten ist das jetzt noch am Verbrennen. Ja, das Eisen ist hier noch am Brennen. Und das Gold hier auch. Wir könnten an hier noch ein paar mehr Öfen hin. Oder ich könnte den Raum auch auf 3 Blöcke erhöhen. Kann ich alles noch später machen. Eigentlich muss ich erstmal ein bisschen auf Kohle warten. In der Zwischenzeit könnte ich erstmal noch die letzten wegpacken und kurz die Tür zugemacht. Jetzt Setzlinge, der ist wieder im Birkenbaum gewachsen. Da liegt auch noch ein Setzling rum. Und das mal wieder rote Pilze habe ich hier nicht. Guck mal kurz im Movie Maker, der ist immer noch am Verarbeiten hier. Ja, der verarbeitet immer noch. Das seht ihr eigentlich nicht in der Aufnahme. Wenn ich auf Game-Aufnahme stelle, dann wird nur das Minecraft-Fenster aufgenommen. Nur das Minecraft-Fenster. Da liegen auch schon wieder zwei Äpfel rum. Ach, hier liegen Äpfel rum. Oh, was ist hier alles rum? Aber erstmal wollte ich ja noch ein paar Samen sammeln. Aber um Samen zu sammeln, muss ich wahrscheinlich ein bisschen woanders hingehen. Hier ist eigentlich kaum noch was. Außerdem habe ich auch kaum noch Nahrung. Also ich habe immerhin noch ein gebratenes Schweinesteak. Das sind 4 und dann nochmal 6 Äpfel. Das sind 12, das heißt 14 Hungerpunkte. Also 14 Hungerkeulen soll ich noch heilen. Damit habe ich ja 8,5. Einfach noch hier ein paar Samen sammeln. Aber was mit auch, finde ich, wissen nicht so schön für den Dortmund ist, dass sie jetzt auf Platz 17 sind, dass sie, wenn die Liga jetzt zu Ende will, würden die ja absteigen, das darf nicht geschehen. Die dürfen meiner Ansicht nach nicht absteigen. Ich bin zwar nicht direkt Dortmund-Fan, aber ich kenne jemanden, der Dortmund-Fan ist, und den würde das wahrscheinlich, oder allen Dortmund-Fans würde das bestimmt leid tun. Nicht nur den ich kenne. Generell alle Dortmund-Fans betrifft das, dass Dortmund auf Platz 17 ist. Dann hoffe ich einfach mal, dass die Schwarz-Gelben wieder ein bisschen sich berappen. Wir müssen da jetzt am nächsten Spieltag, 11. Spieltag ist das dann, müssen die ja gegen Borussia Mönchengladbach, also Borussia gegen Borussia, heißt das dann, also Borussia-Duell gegen den anderen Borussen. Also Mönchengladbach, glaube ich, wird dieses Spiel so gewinnen, wenn das Moment so wie Dortmund ist. Dabei Bremen hat gleich viele Punkte wie Dortmund.
Aber Dortmund hat eine bessere Tordifferenz, deswegen sind die jetzt nicht auf Platz 18. Auf Platz 18, also der Tabellenletzter ist ja im Moment noch Bremen. Aber die haben ja im letzten Spiel haben die ja gewonnen. Und zwar haben die 2:1 gegen Mainz gewonnen. Oder auswärts in Mainz haben die gewonnen. Haben die 2:1 gewonnen. Das ist eine gute Leistung von denen. Dass sie wieder gewonnen haben. Dadurch haben die ja wieder einen Dreier eingefahren. Und ich bin jetzt hier selber im Eisenabbau. Baue das ganze Eisen, was hier ist, ab. Zack, Eisen abgebaut. Dann gehe ich mal kurz hoch. Da ist auch Gold. Also ich habe einfach noch ein bisschen Wartezeit gemacht, um hier, dass ein bisschen Kohle hergestellt wurde. Und jetzt hier noch das Gold. Da ist eigentlich viel mehr Gold. Also waren nur 2, 3 Stück. Aber ich kann eigentlich schon direkt auf Eisenwerkzeuge umsteigen. Auf Eisenwerkzeuge. 7 Seeds habe ich im Moment. Das heißt, ich kann die Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 hinzupflanzen. Muss da hier wegpacken hier erstmal. Kohle wächst. Ist ja schon mal hergekommen. Die Öfen müssten jetzt fertig sein. Ja, die sind jetzt fertig. Und jetzt Eisen und das Gold rausholen. Dann kann ich jetzt hier nochmal 64 reinpacken. Gleich mal kommt das Eisen und da kommt nochmal das Gold rein. Und dann muss ich jeweils, dass da 8 Stück reinkommen. Und da noch nicht. Weil da nämlich nur 2 sind. Da sollte erst mal 64er Flex voll werden. Hier müsste noch ein bisschen Eisenerz drin sein. Ja, da ist ein bisschen Eisenerz. Eisen konnte hier noch rein. Da habe ich mich hier runtergegraben. Aber ich brauche natürlich noch Fackeln, um. Also ich brauche eine Fackel, um weiter unten erstmal weiter das zu erkunden. Und ich muss dann am besten auch erst eine Eisenrüstung mir anlegen. Hier grabe ich das Eisen nochmal ab. Wie viel Eisen war das denn überhaupt da oben? Neunundzwanzig, 51, das heißt, ich muss jetzt 13 abgraben. 13 Blöcke Eisenerz. Weil dann habe ich nämlich den 64er Stack voll. Zehn. 12. Jetzt nochmal 13. Jetzt habe ich noch 6 Hungerkeulen, das heißt, ich kann den hier essen, die auf 10 zu bringen. Ja, wo kommt das denn? Ach, 13 habe ich denn. Hier, weil da ja 51 drin sind. Und dann 64 Stack zu machen. Und da nochmal 8 Stück rein. Und hier warte ich nochmal, bis ich wieder 64 voll habe. Mit 2 Gold jetzt mache ich das dann nicht. Sind ja nicht drin. Aufnahme ist jetzt bei knapp 9 Minuten. Vereinzelte Holzstücke hier. 18 Obsidian, 14 Diamanten. Die Gold- und Eisenbahn, die packe ich lieber auch unten weg. Alles, was verbrannt werden. Da sind nochmal 5 Golderz. Kann natürlich noch rausholen, hier reinpacken. Aber ein bisschen Eisen brauche ich ja. Und dann nehme ich mal so einen halben Stack weg hier. Da lag ja eigentlich doch noch ein voller 64er Stack. Hier wird erstmal noch ein bisschen Kohle hergestellt. Was wollte ich da machen? Ah, ich wollte nochmal Eisenrüstung wollte ich machen. Damit ich da unten mit den Monstern meine Eisenrüstung. Sehen wir noch die Schuhe. Die 8 Eisenbahnen, die nehme ich jetzt auch mit. Jetzt bin ich mit voller Eisenrüstung ausgerüstet.
Die drei Setzlinge brauche ich ja nicht unbedingt. Die drei brauche ich auch nicht. 35 Holz habe ich. 5 Zäune brauche ich nicht. Schwert brauche ich auch. Hat ja immerhin noch ein bisschen Haltbarkeit. Nahrung habe ich auch. Da habe ich ja 6 Äpfel immerhin noch. Jetzt gehe ich mal wieder runter. Können wir erstmal noch ein paar Fackeln herstellen. Das reicht schon für fast 2 Stacks. Also einen mit 64 Stacks kann ich ja wegfangen, weil ich einfach so viele Stöcke hatte. Deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen Stöcke aufbrauchen. Jetzt geht es erstmal wieder runter Richtung Höhle. Hier war die Höhle. Hätte ich auch schon ein bisschen weggegraben hier in Eisen. Da kommt nochmal eine Fackel hin. Bin ich erstmal wieder mit Fackeln ausgerüstet. Da ist so viel Gold und Eisen. Schwerpunkt ist nämlich hier auf Gold und Eisen. Anscheinend habe ich die Kohlevorkommen gar nicht höher geschraubt. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Richtung gelangen. Jedenfalls kann ich sogar mit dem Wassereimer mit löschen. Falls ich dann in die Lava fallen würde, habe ich hier noch einen Eimer Wasser. Hier ist es nämlich dunkel. Hier sind noch wahrscheinlich Monster unterwegs. Anscheinend doch nicht. Aber ich grab hier mal ein bisschen Gold ab. Also damit ich noch ein bisschen mehr Brennmaterial habe. Und dann später auch eine riesige Schienenstrecke legen kann. Weil das wahrscheinlich auch da ist die größten Survival gebaute Strecke mal werden. Und deswegen ist extra das mit den vielen Eisen und Gold. Also Eisen und Gold vorkommen, Kohle muss ich ja selber noch mal ein bisschen produzieren. Mit Hilfe von Holz. Mit Hilfe von Holz und Baumstämmen. Kann ich, also das Holz sollte man umwandeln, weil dann ist nämlich die Effektivität viermal höher als Baumstamm. Eigentlich müsste ein Baumstamm Block muss man, würde ich vorschlagen, für die 1.9, dass er 6 Durchgänge hält. Weil es nämlich die gleiche Menge Holz dann ist. Dass er dann einen Baumstammblock 6 Durchgänge durchhält. Oder man macht das so, dass... Wie kann man es denn sonst machen mit dem Baumstammblatt? Aber die halten ja genauso lang wie ein einzelnes Holz, obwohl das eigentlich unrealistisch ist. Oder kann man das auch ein bisschen realistisch sehen? Komm mal wieder runter. Grab ihn mal ein bisschen mehr weg hier. Da wird ziemlich in die Lava fallen. Doch ein bisschen unsicherer Übergang. Da ist wieder Eisen. Da waren Diamanten. Deswegen ist das da alles abgegraben. Hier geht es nochmal weiter. Ich gehe jetzt mal links lang. Da sind auch wiederum Diamanten. Da sind auch Diamanten. Vielleicht zwei Diamanten vorkommen. Aber nach Diamanten habe ich es ja hier nicht so abgesehen. Ich bin eher so auf Eisen und Gold Gräberei hier. Obwohl Diamanten sind ja auch schön. Die sind alles anders als beim Diamanten-Netzplay nicht auf maximal gestellt. Muss mich ja irgendwie hocharbeiten. Hier ist wieder so eine dunkle Höhlengang. Oder mehrere. Hier geht's weiter. Hier nach oben. Geht hier sehr steil hoch. Das hört hier auch bald auf. Ja, hier hört es auch auf. Da ist kein nennenswerter Gang hier.
da ist ein Skelett. Nur ein Skelett hier. Da ist ein Dungeon, ein Skelett-Dungeon sogar. Schießen sich jetzt teilweise gegenseitig ab hier. Aber die ganzen Skelette. Skelett. Und den Spawner. Zack. Ach. Ein Dungeon. Jetzt geht erstmal weiter. Muss hier ein bisschen auszuhellen. Und hier sind so viele Gänge. Da gehe ich erstmal nicht weiter. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter. Hier geht es noch ein bisschen weiter nach oben. Hier geht es nur nach rechts. Da war jetzt der Movie Maker jetzt noch immer am Verarbeiten. Und hier ist noch ein Dungeon. Da spawnt jetzt gerade noch einer. Und da hinten spawnt auch noch eben was. Und sollte ich dann nochmal eine Fackel hin. Ist hier immer sehr voll drin, das Weizen nämlich. Nur das Weizen, das Eisen ist hier. Das andere brauche ich gar nicht. Den Rest brauche ich gar nicht. Und da hatte ich ja noch einen zweiten Dungeon gehabt. Hier ist relativ viel Eisen und Gold. Diamanten habe ich ja nicht auf maximal hochgeschraubt. Diamanten, aber die habe ich auch ein klein wenig häufiger gemacht. Ich bin ja auch an zwei Diamantvorkommen vorbeigegangen. Das waren so zwei kleine Diamantvorkommen. Hier ist nochmal Eisen und Brot drinne. Hier ist sogar ein verzaubertes Buch. Nehme ich mal auch mit. Weizen, Weizen, Eisen. Und den Rest lasse ich hier drin. Jetzt muss ich erstmal wieder nach Haus finden. Da geht's steil hoch hier. Ich habe mich hier so treppenstufenartig hier runtergegraben. Um da hier hochzukommen. Hier sind die Diamantvorkommen. Diamanten. Da sind noch mehr Diamanten. Noch mehr Diamanten. Ein paar mehr Dias. Dieses Vorkommen ist auch deutlich größer. Ein paar mehr Diamanten. Dann könnte ich ja theoretisch auch mal wieder goldene Äpfel herstellen hier. Da, noch mehr Diamant. Noch mehr Diamanten. Gold. Muss man ein bisschen so am Zaun feilen, wie das dann am besten ist. Und schon wieder ein Level abgekriegt hier. Level 20, also das ist besonders erfahrungsreich. Und man kann ja gewollt sehr viel erfahren bei meinen Minecraft Diamant 2 Let's Plays und ich habe eigentlich zu viele Projekte bisher im Moment schon auf. Zu viele offene Projekte. Oh, hier ist Lavasee, hier bin ich über den Lavasee gegangen. Das weiß ich schon mal noch. Wir gehen jetzt über den Lavasee. Auf eine Raum hier nochmal eine Fackel rein. Aber da bin ich ja auf die falsche Seite gegangen anscheinend und das war das. Ich glaube, es geht hier weiter. Um zurück nach Hause zu gelangen. Weil ich hier bei 20 Minuten bin. Um die Aufnahme bald zu beenden erstmal. Wollte ja eigentlich noch ein zweites Video heute hochladen.
muss erstmal hochkommen. Also ich glaube, ich mache dann hier in Zukunft eine Schiene rein. Dazu werde ich aber erst die Minengänge auf drei Blöcke erweitern. Muss der Minengang auf drei Blöcke im Laufe des kommenden Parts erweitert werden. Aber jetzt das hier der innerste Block, das heißt, hier muss dann ein bisschen an der Lava noch was gemacht werden. Das hier ist hier der äußerste Block. Und das ist dann der innerste, muss ich hier so zwei Blöcke weitergraben. Und da zwei Blöcke reingraben. Oder ich kann theoretisch, ja, es geht auch theoretisch so. Ich kann es auch hier in den Raum reingraben. Das macht nichts. Draußen ist es wieder Vormittag. Guck mal, ob hier ein paar Monster da sind. Ein paar Creeper drin sind. Und meistens die spawnen hier immer relativ schnell. Haben die jetzt, glaube ich, einen Platz in Version 1.8 so gemacht, dass die relativ schnell die spawnen. Das hat man braucht da, dass man nachts, tagsüber nach einer nicht geschlafenen Nacht nicht so viel Monster-Sorgen haben muss. Und jetzt werde ich erstmal den Part beenden, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Vielleicht mit Daumen nach oben teilen und favorisieren, eventuell auch abonnieren. Bis dann und ciao.